جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen bei Dawa for All. Hier findet ihr Geschichten zum Nachdenken und herzergreifende Themen. Gesprochen von Abu Ubaidah und Abu Bilal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir heute die Menschen fragen würden, alle Menschen auf dieser Erde, die Frage stellen würden, wonach sie in diesem Leben suchen, was sie sich wünschen in diesem Leben, was ist deren höchster Wunsch in diesem Leben, was wollen die erreichen in diesem Leben? Sie werden alle gemeinsam antworten. Sie werden die gleiche Antwort geben. Wir suchen nach Glückseligkeit. Wir suchen nach innerer Ruhe. Wir suchen nach innerer Zufriedenheit. Wir suchen allgemein nach Zufriedenheit. Alle suchen nach der Glückseligkeit. Fragt sogar die reichsten Menschen dieser Erde, weshalb sie so viel Geld sammeln. Die Milliarden besitzen, die Millionen besitzen, die viel Geld auf ihr Konto besitzen. Die hohe Häuser besitzen, Immobilien. Ihr Konto sind so voll, sodass sie gar nicht mehr wissen, wie viel Geld sie besitzen. Frag sie alle, was wollen sie erreichen? Alle wollen die Glückseligkeit erreichen. Die Menschen strengen sich an, tagtäglich, Tag und Nacht. Sie laufen hinter dieser Dunja her. Sie laufen hinter die weltlichen Dinge her. Nur um glücklich zu werden, nur um Zufriedenheit zu erreichen. Setz dich zu jenen, die tagtäglich Musik hören. Die Musik von morgens bis abends hören. Sie tun nichts anderes außer Musik. Von Lied zu Lied, von DJ zu DJ, von Musikart zu Musikart, von Text zu Text. Frag sie mal, was sie dadurch erreichen wollen. Sie würden ja sagen, wir versuchen dadurch glücklich zu werden. Frag jene, a'udhu billah, die von Land zu Land verreisen. Frag sie, was ist, was sie wollen. Was ist ihr Zweck? Sie würden dir sagen, wir verreisen, um glücklich zu werden. Um die Glückseligkeit zu erreichen. Sie geben ihr Gelder aus. Nur um glücklich zu werden. Aber frag sie einfach. Frag denjenigen, der nach Ruhm sucht, der sich wünscht, dass sein Name eines Tages in irgendeiner Zeitung oder im Fernseher erscheint, wo drin steht, der Superstar so und so. Und nachdem sie dich erreicht haben, sollte man sie fragen, habt ihr diese Glückseligkeit erreicht? Habt ihr sie gefunden? Oder habt ihr gar nichts gefunden? Und ich kann dir die Antwort darauf geben, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dass sie sie nicht gefunden haben. Denn ich glaube an dem, was Allah sagt im Koran, subhanahu azza wa jal. Allah yaqul fil kitabi subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى sagt sinngemäß im Koran ungefähre Bedeutung. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung, von meinen Zeichen abwendet, derjenige, der sich vom Koran abwendet, derjenige, der sich von der Sunna abwendet, derjenige, der sich von Hadithen von Muhammad s.a.w. abwendet und lässt sich nicht ermahnen und kehrt diese Ermahnungen seinen Rücken, a'udhu billah. Dieser Person sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn, dass er, a'udhu billah, in Kummer und Sorgen leben will. Egal, ob er reich oder arm ist, egal in welchem Rang er lebt in dieser Dunya, egal in welcher Position er ist, egal wie reich der ist, egal wie viel Geld und Macht er besitzt, dem verspricht Allah subhanahu wa ta'ala, in Sorge und Kummer zu leben, bedrückt zu leben, auch wenn es äußerlich nicht so aussieht, denn innerlich ihre Brüste sind sehr eng, wal'iyadu billah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala dies im Koran beschreibt, in Surat al-An'am 125, يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. So beschreibt sie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Jalla wa Ala. Sie sind voller Trauer und Sorgen, sie haben keinen Ausweg mehr. Sie besitzen viel Geld, sie besitzen viel Ruhm, sie haben alles, was sie brauchen an materiellen Dingen. Aber leider innerlich sind sie unzufrieden. So, dass sie irgendwann mal, a'udhu billah, zu falschen Mitteln greifen. Suchen nach der Zufriedenheit. Suchen nach der wahren Glückseligkeit, welche diese Menschen nicht gefunden haben. Genauso wie ein Mensch, der auf der Wüste, a'udhu billah, und sucht nach Perlen die ganze Wüste durch, aber er kehrt mit leeren Händen zurück. Es gibt viele Menschen, die haben Bücher geschrieben über die Glückseligkeit. Sie haben darin geschrieben, wie erlangt man die Glückseligkeit. Die haben Punkte aufgeschrieben, so erlangt man die Glückseligkeit. Diese Menschen wollten die Menschheit darauf aufmerksam machen, wie man glücklich lebt, wie man ein glückliches Leben führen kann. Aber subhanallah al-azim, oft ist es so gewesen, dass diejenigen, die diese Bücher geschrieben haben, Selbstmord begangen haben. Fragezeichen. Wie kann man dann Selbstmord begehen, wenn man glücklich gewesen ist? Wie kann man andere darauf aufmerksam machen, wie man die Glückseligkeit erreichen kann, obwohl man selbst nicht glücklich war? Warum haben diese Menschen Selbstmord begangen? Wieso haben sie ihr Leben beendet? Wenn sie glücklich gewesen wären. Wallahi, sie waren nie glücklich gewesen. Und das ist der Grund, warum sie ihr Leben genommen haben. Denn ein glücklicher Mensch dankt Allah für jede Minute, die er lebt. Für jede Sekunde, die er lebt. Für jeden Atemzug, den er lebt. Warum? Weil er weiß dadurch, er kann jeden Tag Allah näher kommen, subhanahu wa ta'ala. Dadurch weiß er, dass er dadurch sich verbessern kann, sich vorbereiten kann für das Treffen mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Er kann jeden Tag sich verbessern, seine Taten verbessern, seine guten Taten vermehren, seine Sünden versucht er zu vermeiden, bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala, tagtäglich. Er ist glücklich, dass er lebt. Warum? Weil das Leben ist ein Geschenk von Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil diese Menschen, die das Leben verstehen und genießen, weil sie haben verstanden, weshalb sie hier sind. Sie haben den Zweck des Lebens verstanden. Sie haben den Sinn des Lebens verstanden. Und sie danken Allah jeden Tag dafür, dass sie noch leben, um Allahs Wohlgefallen, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen. Denn die Mu'minin, die Gläubigen, die an Allah, subhanahu wa ta'ala, glauben, die Gewissheit besitzen über Allah, subhanahu wa ta'ala, über den Lohn Allah, subhanahu wa ta'ala, über Yawm al-Qiyam, über den Tag des Gerichts und Tag der Auferstehung, Tag der Abrechnung, die Gewissheit haben, dass ihre Taten brauchen werden nach dem Tod. Diese Menschen sind glücklich. Die Allah gehorchen, sind glücklich. Die Allah, gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala, gehorsam sind. Diejenigen, die das vermeiden, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen in dem, was er geboten hat, subhanahu wa azza wa jal. Und versuchen, Allah tagtäglich näher zu kommen. Diese Menschen
leben glücklich. Sie werden sich nie das Leben einfach so nehmen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnt hat in dieser Dunya mit der inneren Zufriedenheit, mit der inneren Glückseligkeit. Und dies spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Man amala salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah verspricht subhanahu wa ta'ala diejenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, die überzeugt sind von Allah subhanahu wa ta'ala, die Gewissheit haben in ihrem Glauben, alhamdulillahi rabbil alamin. Plus dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sei es Mann oder Frau, ist die Gerechtigkeit Allahs azza wa jall. Allah macht hier keinen Unterschied in Belohnung, subhanahu wa azza wa jall. Sei es Mann oder Frau, sagt Allah azza wa jall, diejenigen, die glauben an Allah subhanahu wa ta'ala und Gutes tun, sei es Mann oder eine Frau, Allah subhanahu verspricht diesen Menschen ein friedliches Leben in diesem Leben. Und Allah belohnt sie für das Beste, was sie zu tun pflegt in diesem Leben. Damit mit dem Paradies für die Ewigkeit, mit der ewigen Glückseligkeit, mit dem ewigen Lohn, der nie ein Ende haben wird. Und ewige Zufriedenheit. Also Zufriedenheit in diesem Leben und Zufriedenheit bei Allah subhanahu wa ta'ala für die Ewigkeit. Diese Menschen, liebe Geschwister, Ibn Qayyim rahimahullah sagt, es gibt einen kleinen Paradies und einen großen Paradies. Genauso gibt es eine kleine Hölle und eine große Hölle. Das kleine Paradies, was Ibn al-Qayyim beschreibt, sagt, dies ist die innere Zufriedenheit und die Glückseligkeit, die sich befindet im Herzen eines Gläubigen, der Gutes tut, der diese Genuss und diese Glückseligkeit erlangt hat durch diese gute Tat. Allah belohnt ihn mit diesem Genuss im Herzen, welche die wahre Glückseligkeit in diesem Leben ist. Auch wenn er arm ist, auch wenn er nicht viel materielle Dinge besitzt, liebe Geschwister. Dieser Genuss und dieser Glück im Herzen des Gläubigen, das ist ein kleines Paradies in diesem Leben. Darauf sagt Ibn Qayyim rahimahullah, wer diesen Paradies betritt, so wird er auch das große Paradies bei Allah yawm al-Qiyamah betreten für die Ewigkeit. Und Ibn Qayyim sagt, diese kleine Hölle, diese Dunya, das ist A'udhu Billah wa A'yadu Billah, befindet sich, das ist dieser Kummer, diese Sorge, diese Angst, diese Trauer, diese Bedrückung im Herzen des Ungläubigen wa A'yadu Billah und derjenige, der Sünden begeht tagtäglich und kehrt Allah den Rücken subhanahu wa ta'ala und wendet sich von Allahs Aman. Ibn Qayyim sagt, derjenige, der A'udhu Billah diese Hölle betritt in diesem Leben, der wird die ewige Hölle betreten yawm al-Qiyam. Das ist der Unterschied. Derjenige, der Gutes tut und glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, der findet die Glückseligkeit. Er findet die innere Ruhe. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sagte, Al-Hayatu al-Tayyiba, die in diesem Ayah von Allah beschrieben wird subhanahu wa ta'ala, bedeutet, dass Allah die Gläubigen ermöglicht, Gutes zu tun, gute Taten zu verrichten, welche Allah liebt, subhanahu wa ta'ala, welche Allah wohlgefallen, subhanahu wa ta'ala. Diese Menschen, subhanallah, sagt Ali ibn Abi Talib, Allah ermöglicht ihnen all das, ja, weil die dadurch Allahs Wohlgefallen erlangen im Jenseits, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Und andere wie Hassan al-Basri, rahimahullah, sagt, und Ibn Abbas und Hassan al-Basri, rahimahullah, sagten, Al-Hayatu al-Tayyiba, das friedliche Leben dieser Erde bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala denen ein Rizq gibt, der halal ist. Versorgung, welche von Erlaubten herkommt, von einer reinen Quelle herkommt. Das heißt vom Halal und nicht vom Haram. Andere sagen, wie Ibn Qayyim rahimahullah, dies bedeutet, dass Hayatu al-Tayyiba, es hat mit all dem zu tun. Die Versorgung, die man bekommt in dieser Dunya. Eine schöne Frau und eine fromme Frau in diesem Leben zu bekommen. Einen frommen Mann zu bekommen, alhamdulillah, rabbil alamin. Fromme Kinder zu besitzen, inshallah, rabbil alamin. Plus dann noch dazu, sagt Ibn Qayyim und viele anderen, Al-Qana'a ist hier gemeint. Al-Qana'a ist die Genügsamkeit gemeint. Dass man mit dem zufrieden ist, was man besitzt. Und wer dies bekommt, liebe Geschwister, der wird bi'idhnillah und mit Sicherheit zufrieden leben. Weil er wird nicht hecheln hinter dieser Dunya her. Er wird nicht laufen hinter dieser Dunya her. Und hat die Gewissheit und Überzeugung, dass sein Rizq feststeht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er muss wissen mit Yaqin und Gewissheit. Und er weiß es auch, dass sein Rizq von keinem anderen weggenommen werden kann. Weil jeder von uns hat sein Rizq in seinem Buch geschrieben. Bevor wir geboren wurden, hat Allah subhanahu wa ta'ala unsere Rizq
festgelegt, subhanahu azza wa jal. Also weshalb macht man sich Sorgen über Dinge, die schon festgelegt sind? Am besten macht man sich Sorgen über das, was noch kommen wird. Liebe Geschwister, die guten Taten, der Glaube an Iman und die guten Taten ist der Grund, ist das Geheimnis der Glückseligkeit in diesem Leben und im Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt viele Menschen leider, die blind sind. Es sei nicht blind, dass ihre Augen blind geworden sind, denn ihre Herzen sind blind, wal'iyadu billah. Und kann sein, dass dies eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala für ihre Undankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ihre Herzen sind blind. Sie können nichts mehr sehen. Ihre Herzen sind verrostet. Ihre Herzen, sie befinden sich mitten in einer Dunkelheit. Das Licht Allahs findet gar keinen Weg mehr in ihren Herzen. Diese Menschen, wenn die Muslimin sehen und die Gläubigen sehen, wie sie viele gute Taten verrichten und sich viel Zeit für die Ibadat nehmen, für die Gehorsamkeiten nehmen, machen sich lustig über diese Menschen und fragen sich und stellen sich immer wieder diese Frage, was tun sie da? Wozu tun sie diese Taten? Wozu brauchen sie sie überhaupt? Das ist vergleichbar, wenn wir das als Beispiel nehmen, mit dem Kind im Mutterleib. Nehmen wir an, dass das Kind begreift und versteht in dem Moment, was mit ihm geschieht. Er stellt sich die Frage und kriegt mit. Er kriegt mit, wie er seine Entwicklung, er kriegt seine Entwicklung mit und fragt sich, weshalb bekomme ich hier Augen? Ich brauche die doch im Mutterleibe gar nicht. Weshalb kriege ich eine Nase? Ich brauche sie doch gar nicht. Weshalb kriege ich Beine? Ich brauche sie doch gar nicht. Wozu brauche ich eine Lunge? Ich brauche das doch hier gar nicht. Ich habe alles, was ich brauche und mir geht's gut. Aber nehmen wir an, wir erlauben das Kind einen Blick nach außen zu werfen, um zu schauen, was außerhalb des Mutterleibes passiert, und sieht, wie sie Menschen leben und laufen, dann wird er verstehen und mit Gewissheit verstehen, dass er all diese Organe brauchen wird, sobald er den Mutterleib verlässt. Genauso sind sie guten Taten, Geschwister im Islam. Wir brauchen die, sobald wir diese Dunya verlassen haben. Sobald wir diese Dunya verlassen haben, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يَتْبِعُ الْمَيِّتُ ثَلَاثُ مَالُهُ وَأَهْلُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَ وَاحِدُ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَ عَمَلُهُ. Das heißt, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn einer stirbt, drei Sachen folgen ihm. Drei Sachen folgen ihm. Zwei kehren nach Hause zurück und eine Sache bleibt. Nur eine Sache bleibt mit ihm im Grab. Seine Familie und sein Besitz bleiben zurück, aber seine Taten begleiten ihn in sein Grab. Seine guten und seine schlechten Taten begleiten ihn im Grab. Wie wir uns bekannt ist, Alhamdulillah, dass der Mu'min, der Gläubige im Qabr, von seinen Taten geschützt wird. Vor der Fitna des Qabrs, vor der Fitna des Grab, vor den zwei Engeln, Malakain, Munkur und Nakir, schwarz, blau, sind sehr streng und sehr stark und sehr hart. Sie kommen auf dich zu und stellen dir drei Fragen. Man huwa rabbuk, ma huwa dinuk, wa man dhalik ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dieser Mann? Was sagst du über diesen Mann, der zu euch gesandt wurde? Der Gläubige, liebe Geschwister, bevor diese Engel ihn erwecken und erschrecken, kommt das Gebet vor denen und sagt, nein, ihr dürft ihn nicht wecken. Dann kommt die Pilgerfahrt auf seine rechte Seite oder auf seine linke Seite und sie schützt ihn auf jede Ecke und sagt, nein, ihr dürft ihn von dieser Seite nicht wecken, lasst ihn in Ruhe. Und dann kommt die Geduld, dann kommt die Zakah, dann kommt die Pilgerfahrt, dann kommt all seine guten Taten, umfassen ihn und schützen ihn vor den Engeln, bis diese zwei Engel wissen mit Gewissheit, das ist ein frommer Diener gewesen, das ist ein wahrer Diener gewesen. Und das ist ein Schutz für uns im Grab und Yawm al-Qiyamah bi-Ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Also hier begreift man, liebe Geschwister, weshalb wir diese guten Taten gebrauchen. Man kann nicht sagen, warum, weshalb. Es ist genauso wie derjenige sagt, wie das Beispiel mit dem Kind, den ich vorhin gegeben habe. Ein Kind braucht und versteht erst, wozu er Beine braucht und Lunge braucht und Mund braucht und Zähne irgendwann braucht, erst wenn er den Mutterleib seiner Mutter bi-Ibnillahi subhanahu verlässt, dann begreift er diese Hikma, die Weisheit, die dahinter steckt, warum Allah ihnen all diese Organe gegeben hat. Denn ohne diese Organe kann er draußen in dieser Dunya nicht überleben. Genauso wir. Wenn wir diese Dunya verlassen ohne Iman, ohne Gebet, ohne zu fasten, ohne das Bittgebet, ohne das Gedenken an Allah, ohne Hajj, ohne das Gute zu gebieten, ohne das Schlechte zu verbieten, ohne Almosen, ohne Zakat, ohne Sadaqa, ohne Taten, ohne gute Taten allgemein, so können wir nicht gerettet werden, Yawm al-Qiyam.
denn das ist unser Kapital. Ohne diese Taten haben wir keine Chance bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Sinn der Sache. Deshalb, liebe Geschwister, wir müssen uns anstrengen. Anstrengen, derjenige, der unglücklich ist. Derjenige, der, ich rede auch Brüder an und Schwestern an, inshallah, die praktizierend sind. Ich sehe viele Brüder und Schwestern, trotz dieser Praxis, trotz der Gebete, trotz allem, was sie tun an guten Taten, noch unglücklich sind. Es liegt hier nicht, liebe Geschwister, an Allah oder dass das Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala nicht stimmt. Nein, sondern das stimmt irgendwas mit den Taten selbst nicht. Entweder mangelt es an Aufrichtigkeit, an Wahrhaftigkeit, mangelt es an Wissen oder mangelt es allgemein und das besonders an Iman. Denn der Iman, je stärker der Iman ist, desto glücklicher wird man in diesem Leben. Je stärker die Gewissheit ist über Allah subhanahu wa ta'ala, über den Lohn Allah subhanahu wa ta'ala, über das Paradies, über das, was den Muslimen Mu'min erwartet im Jannah bei Allah azza wa jall, desto glücklicher ist man in dieser Dunya bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, trotz allem, was man hat, trotz den Prüfungen, trotz den Problemen, die man hat, trotz den Armut, den man überall sieht heutzutage bei den Muslimen. Aber Wallahi bi'idhnillahi azza wa jall, wenn wir an unserem Iman arbeiten, dann werden wir glücklicher werden, insha'Allah rabbil alameen. Auch die Brüder, die krank sind, die Schwestern, die krank sind oder diejenigen, die Probleme haben, wisset mit Gewissheit. Versucht es zu empfinden. Allah subhanahu wa ta'ala prüft euch nicht, weil er euch hasst. Allah subhanahu wa ta'ala prüft euch azza wa jal, weil er euch liebt. Allah prüft euch subhanahu wa ta'ala, damit er eure Sünden vergibt, damit er eure Sünden tilgt. Und was ist besser als das, liebe Geschwister? Was ist das alles, dass man seine Sünden vergeben bekommt von Allah azza wa jal? Denn diese Prüfung, liebe Geschwister, wie ein Scheich sehr schon gesagt hat, der Mu'min ist vergleichbar mit Gold. Wenn Gold gerade aus der Erde genommen hat, er hat gar keinen Wert. Erst wenn er durch Feuer geht, erst dann bekommt er seinen hohen Wert. Genauso ist der Mu'min, erst wenn er durch die Prüfungen geht und besteht mit Geduld diese Prüfung, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, so wird sein Wert höher werden bei Allah azza wa jall. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, Ya Rasulallah, ayun nasi ashaddu al-bala? Ayun nasi ashaddu al-bala? Qal al-anbiya, Qal al-anbiya, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt, welche Menschen werden am meisten geprüft oder am härtesten geprüft? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, das sind die Propheten, das sind die Propheten. Hasst Allah die Propheten? Niemals. Sondern Allah liebt die Propheten. Und weil er sie so liebt, subhanahu wa ta'ala, hat er sie am meisten geprüft, am härtesten geprüft. Dann so ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ayun nasi ashaddu al-bala? قال الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل ثم الصالحون. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Propheten, dann diejenigen, die am nächsten zu den Propheten sind von den Eigenschaften her, von Iman her, dann sagte er, dann die Frommen, die tugendhaften Muslimen. Und wenn der Diener Allahs stark in seinem Dien ist und sein Iman ist stärker, so prüft ihn Allah subhanahu wa ta'ala härter. So härtet Allah die Prüfung subhanahu azza wa jall. Aber wenn er in seinem Dien schwächer ist und sein Dien ist schwach und sein Iman ist schwach, so erleichtert Allah die Prüfung. Und hier ist eine frohe Botschaft am Ende dieses Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sagt, Allah prüft so lange den Mu'min oder die Mu'mina, sei es Mann oder Frau im Islam, sei es Bruder oder Schwester im Islam, egal wo man herkommt, Allah prüft den Mu'min und Mu'mina. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fi malihi wa jasadihi wa waladih, hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah, wa fi riwayatin, hatta yamshi ala al-ard wa laysa alaihi khati'ah. Das bedeutet uns sinngemäß, sagt Allah prüft den Mu'min und Mu'mina so lange in seinem Besitz, in seiner Familie und in seinem Körper durch Krankheiten, sagt so lange, bis er Allah ohne Sünde trifft. Oder eine andere Version dieses Hadithes, bis er ohne Sünde auf Erden geht. Was will man mehr, liebe Geschwister? Lieber hier gereinigt zu werden, anstatt Yawm al-Qiyamah, denn dort sind die Besorgnisse und die Angst ist gewaltig und das ist über unsere Vorstellungskraft, was dort an Ängste kommen werden, die Menschheit begegnen werden. Und so schlimm ist es Yawm al-Qiyamah, dass die Menschheit, wal-Iyadu billah, Blut weinen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Liebe Geschwister, dankt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr Muslimin seid. Dankt Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gabe. Denn es gibt wallahi Menschen heutzutage, Reiche und Arme gleich, die suchen nach der Glückseligkeit. Manche sind sowas von verzweifelt. Es ist so dunkel in ihrem Leben.
Sie tappen im Dunkeln, sie wissen nicht wohin. Sie finden keinen Ausweg. Sie sind so verzweifelt, dass sie am Ende, wal'iyadu billah, beginnen, das Berauschende zu sich zu nehmen. Sei es Alkohol oder Drogen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma, es wird manche Menschen in meiner Umma geben, die werden das Berauschende zu sich nehmen und es anders nennen, als wir es kennen. Die werden es anderen Namen geben. Und heute gibt es so viele Namen für diese, a'udhu billah, tödlichen Drogen. Wie viele Muslime sind darin gestorben? Wie viele Nicht-Muslime sind darin gestorben? Wie viele Ehen sind darin kaputt gegangen? Wie viele Kinder sind, a'udhu billah, deswegen auf die Straße gelandet? Sie haben beide Eltern verloren. Oder weil die Eltern geschieden sind und die Kinder damit nicht klarkommen. Und am meisten leiden die Kinder darunter, wal'iyadu billah. So dass die Kinder selber irgendwann mal ohne Eltern aufwachsen, auf die Straße groß werden. Was erwartet sie auf die Straße, a'udhu billah? Der Shaitan, der sich darüber freut, der ihnen Fallen vorbereitet, damit er sie mit in die Hölle nimmt, wal'iyadu billah. Sie nehmen Drogen, sie treffen sich auf Partys, sie treffen sich im Dunkeln, wal'iyadu billah. Sie nehmen diese Droge. Wenn man sie dann fragt, weshalb nimmt er diese Droge? Was ist der Sinn davon? Die meisten sagen, ich will ein bisschen die Realität vergessen. Ich will ein bisschen träumen. Ich will aufhören, an meine Probleme zu denken. Ich will aufhören, an meine Sorgen zu denken. Ich suche darin Lösungen für meine Probleme. Ich suche innere Zufriedenheit. Ich suche darin Glück. Aber Wallahi alladhi la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala, sie finden diesen Glück nicht. Du kannst jeden fragen. Schau dir diese Menschen heute, die in verschiedenen Krankenhäusern sind. Du kannst hingehen und ihnen die Frage stellen, wie alles angefangen hat. Mit einem Glas oder einem Zug, a'udhu billah, von irgendeiner Zigarette und irgendeiner Droge. Und damit haben sie ihr Körper zerstört, ihren Verstand zerstört, ihre Gehirnzellen zerstört. Ihre Gehirnzellen sind dadurch tagtäglich zerstört und a'udhu billah, viele von denen sind ihre Gehirnzellen gestorben, sodass sie a'udhu billah, bis das Ende ihr Leben nicht mehr klarkommen können, nicht mehr klar denken können. Manche sind verrückt geworden, manche haben ihre Familien getötet, wal'iyadu billah, weil sie nicht mehr sich selbst waren. Sie waren in a'udhu billah Gefangene dieser Droge, wal'iyadu billah. Die haben die Droge nicht unter Kontrolle gehabt, sondern die Droge hat sie unter Kontrolle gehabt. Sie hat ihr Leben, ihr Verstand unter Kontrolle gehabt. Bis der Tag kommt, in dem die Tablette oder der Schluck sein Leben beendet, wal'iyadu billah, auf eine grausame Weise. Und stellt euch vor, jemand, der in so einem Zustand stirbt, wie Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sagte, dass der Mensch Allah so trifft, wie er starb, dass es in dem Zustand, wie er gestorben ist, wal'iyadu billah, dann denkt darüber nach, welcher Mensch, der vernünftig ist, der einen Verstand besitzt, würde Allah so treffen wollen, subhanahu wa ta'ala. Denn viele von uns schämen sich, ihren Eltern und ihren Brüdern, a'udhu billah, betrunken zu treffen. Denn wie kannst du keine Angst haben, nur keine Furcht empfinden, so Allah zu treffen? Und vorsichtig, nehmt euch in Acht, liebe Geschwister. Denn der Shaitan kommt immer zu solchen Leuten und sagt, heute ist nicht der letzte Tag. Heute ist nicht der letzte Tag. Hier ist eine kleine Geschichte zum Nachdenken. Ein Scheich oder ein Da'ia traf einen jungen Mann. Ein junger Mann, der genauso gelebt hat. Er hat gefeiert, er war Muslim, also vom Namen her Muslim. Er lebte in einer muslimischen Familie, walillahilhamd. Er war nicht praktizierend, er hat gefeiert, er hat Zigaretten geraucht, er hat Drogen zu sich genommen, Alkohol getrunken, wal'iyadu billah. Er hat alles gemacht, was an Sünde zu machen ist, wal'iyadu billah. Bis Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm diesen Mann geschickt hat. Dieser Scheich geschickt hat. Und der Scheich lächelte in seinem Gesicht und begrüßte ihn. Und machte mit ihm Da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Und erinnerte ihn an Allah subhanahu wa ta'ala. Und ermahnte ihn mit Koran und Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und erweckte in ihm den Wunsch zu Tauba, zu Reue, damit er zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist dann passiert? 2 Stunden lang Da'wah. Und der junge Mann hört genau zu, was der Scheich zu ihm sagt. Diese Worte haben
die tiefste Stelle im Ozean getroffen, damit meine ich sein Herz getroffen, die tiefste Stelle seines Herzens getroffen, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, bis dies auf sein Gesicht sichtbar war, bis er angefangen hat zu weinen. Der junge Mann beschloss, Tauba zu machen. Er kehrte nach Hause zurück, walillahi alhamd. Zwei Wochen später ruft der gleiche Scheich diesen jungen Mann an und fragt, wie es ihm geht. So ist die Da'wa ilallah. So muss man Da'wa ilallah machen, subhanahu wa ta'ala. Da'wa ilallah machen, plus sich kümmern um die Menschen, die keine Ahnung haben vom Islam, die nichts wissen von dieser Religion, die gerade mal Tauba gemacht haben, damit sie nicht in ihren Irre geführt haben, denn der Shaitan wird sie nicht in Ruhe lassen, a'udhu billah, und versucht, die schnell wie möglich den falschen Weg wieder zurückzubringen. Dieser Scheich ruft diesen jungen Mann an. Sie telefonieren miteinander. Der Scheich fragte den jungen Mann, weißt du, wer dran ist? Der junge Mann sagte, lächelnd mit voller Glückseligkeit, wie kann ich diese Stimme vergessen, die der Grund für meine Rechtleitung war? Wie kann ich diese Stimme vergessen, die der Grund für meine Rechtleitung war? Der Scheich hat sich sehr gefreut. Der junge Mann hat angefangen zu beten und praktiziert. Dann haben sie einen Termin ausgemacht. Der Scheich hat gesagt, heute werde ich dich nach dem Asr-Gebet besuchen zu Hause, inshallah, Rabbil Alamin. Sie haben sich geeinigt für diesen Termin. Sie haben einen Termin ausgemacht. Der Scheich hat sich verspätet. Als der Scheich fertig war mit seinen Angelegenheiten, er ist erst nachts bei den Jungen angekommen nach Hause. Er klopfte an die Tür, dann kam ein alter Mann raus. Der Scheich fragte, wo ist der Junge? Und sagt der Vater dieses Jungen, sagt, wir haben meinen Jungen vor einer Stunde beerdigt. Wir haben meinen Jungen vor einer Stunde beerdigt. Der Scheich sagt, es ist unmöglich, denn ich habe vor einer Stunde, paar Stunden mit ihm telefoniert. Ich habe vor ein paar Stunden mit ihm telefoniert. Ich habe einen Termin mit ihm. Der Vater sagt, er hatte nichts gehabt. Er hat sein Gebet verrichtet, sein Duhr-Gebet verrichtet. Er hat sein Duhr-Gebet verrichtet und hat sich hinlegen wollen und hat zu uns gesagt, weckt mich zum Asr-Gebet auf. Weckt mich zum Asr-Gebet auf, damit ich meine Pflicht erfülle. Der Junge hat sich hingelegt, sagte, als wir ihn versucht haben aufzuwecken, war er schon tot. Er war schon zurückgekehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. So plötzlich kommt der Tod, liebe Geschwister. Denk nicht, weil du gesund bist. Denk nicht, weil du jetzt keine Krankheit hast. Denk nicht, weil du Bodybuilding machst. Denk nicht, weil du breit bist. Denk nicht, weil du reich bist oder ein Arzt bist, dass der Tod dich nicht überrascht. Lass es nicht zu, dass der Tod dich in diesem Zustand überrascht. A'udhu billah. Dieser Junge wurde gerettet von Allah subhanahu wa ta'ala. Also rette dich auch. Such dir die nächste Moschee aus und kehre zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Geh dich waschen von deinen Sünden, geh dich waschen von diesen Ungehorsamkeiten und mit Sicherheit garantiere ich dir, wenn du reumütig zu Allah zurückkehrst, du wirst glücklich sein und Allah wird dich lieben subhanahu wa ta'ala und dich von Jahannam retten, vor den schlechten Enden bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dieser alte Mann, der Scheich fragte den alten Mann, wer bist du? Der alte Mann sagte, ich bin der Vater des Jungen. Und wer bist du? Der Scheich sagte, ich bin derjenige, der vor zwei Wochen deinen Sohn getroffen hat und ich habe mit ihm geredet. Dann sagt der alte Mann, der Vater des Jungen, du bist derjenige, der meinen Sohn vor der Hölle gerettet hat. Meine Geschwister im Islam, der Glückliche und die wahre Glückseligkeit ist nur im Islam zu finden, ist nur dann zu erlangen, wenn man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, ihm gehorcht und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgt. Wir alle werden sterben. Die Frage ist hier nur, wie werden wir sterben? Was haben wir vorausgeschickt? Und haben wir dadurch die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt? Ist es denn nicht einfacher, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen, als ihm sich die ganze Zeit zu widersetzen? Und wie, als ob man gegen einen Strom schwimmt, mit seinen eigenen Begierden, mit seinen eigenen Lüsten zu kämpfen und dabei Tag für Tag versäumt, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen und Tag versäumt, die wahre Glückseligkeit zu erlangen. Die Glückseligkeit hier im Diesseits und im Jenseits. Ist es nicht langsam Zeit, dass wir begreifen und dass wir aufhören, uns dem Herrn der Welten zu widersetzen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran,
in einer ungefähren Übersetzung, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben, und viele von ihnen sind Frevler. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون